Hallo! In meinem heutigen Video werde ich euch 20 Dinge nennen, die ich in meinen 20 Jahren gesammelt und gelernt habe. Da ich heute 20 geworden bin. Ich habe nämlich am 31. Januar Geburtstag und ja, dieses Video wollte ich schon irgendwie ganz lange machen, aber ich habe irgendwie nie so den perfekten Tag oder den Anlass dafür gefunden und ich dachte, an meinem Geburtstag, an meinem 20. Geburtstag eignet es sich doch am besten auch, ja, 20 Dinge zu nennen, die ich in 20 Jahren gelernt habe. Und ich bin natürlich nicht der weiseste Mensch überhaupt, sondern möchte euch einfach nur meine Erfahrungswerte mitteilen. Und ich glaube aber, das sind ganz spannende und lehrreiche Dinge, die ich euch mit auf den Weg geben kann, denn ich habe eine ziemlich verrückte, chaotische Teenagerzeit hinter mir. In der ich auch ein bisschen viel Mist und so gemacht habe. Also, ich habe definitiv was zu erzählen. ja, dann fangen wir einfach mal an. Du wirst nie die Gedanken von anderen Menschen wissen. Und selbst wenn du die Gedanken von anderen Menschen irgendwie mitbekommst, dann kann es dir egal sein. Die Gedanken beeinflussen dich in deiner, oder sollten dich in deiner Person nicht beeinflussen und auch nicht in deinem Handeln. Wie denken wohl die anderen Leute über mich? Finden die meinen gelben Pulli zu auffällig? Finden die, ich sehe zu nuttig aus? Oder ich bin ungeschminkt, finden die mich jetzt hässlich? Aber wir sollten uns echt keine Sorgen mehr darum machen, denn die Gedanken können uns egal sein. Und selbst wenn ich ungeschminkt durch die Straße laufe und jemand findet mich hässlich und er denkt das, weiß ich doch nicht, dass er so denkt. Also warum soll ich mir darum Gedanken machen, wenn ich das irgendwie wissen werde? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und ja, das kann man echt ausschalten und viel gechillter durch die Welt laufen. Meditation tut extrem gut und lässt einen tatsächlich irgendwie zu seiner Mitte finden. Und ja, dadurch findet man irgendwie so eine innere Ausgeglichenheit. Und das mache ich nicht täglich. Ich mache es dann, wann ich es für nötig halte. Aber ich würde es jedem empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Wenn du eine Veränderung in der Welt sehen möchtest, dann sei die Veränderung und lebe das, was du sehen willst. Denn ja, viele Menschen sagen, oh, die Umweltverschmutzung ist so schlimm oder oh, dass so viele Tiere gegessen werden, das ist echt schrecklich. Aber selbst kaufen sie dann Plastiktüten bei Netto und kaufen dann auch die Wurst aus der Tiefkühlabteilung. Also, wenn du etwas ändern möchtest, dann tu auch genau das und sei ein gutes Vorbild. Sport ist die beste Medizin. Auch ich habe Tage, an denen fühle ich mich richtig schlapp, energielos und könnte den ganzen Tag im Bett bleiben, aber manchmal schaffe ich es dann doch noch irgendwie, mich zum Sport aufzuraffen und teilweise komme ich dann nach Hause, bin so energiegeladen und fühle mich stark und motiviert und ja, also Sport kann definitiv die komplette Laune verbessern. In meinem Au-pair-Jahr habe ich gelernt, dass wir eine Menge von Kindern lernen können. Also es ist so unglaublich, er geht auf eine internationale Schule, also mit Kindern aus der ganzen Welt. Und da sieht man einfach mal wieder, dass Kinder überhaupt keinen Unterschied zwischen Schwarz und Weiß machen, zwischen Junge und Mädchen. Da wird mit jedem gespielt, da wird geteilt und die haben auch einfach ein unglaubliches Empathievermögen, was viele ältere Menschen auch gar nicht mehr besitzen. Geschwister, Familie und gute Freunde sind unbezahlbar. Also, mir ist auch aufgefallen, dass man nicht viele Menschen in seinem Leben braucht, man braucht einfach nur die richtigen. Und ja, wenn man so welche Menschen gefunden hat, dann kann man sich ziemlich glücklich schätzen. Und ja, ich bin sehr dankbar für meine Freunde, auch wenn es nicht viele sind, aber ich kann immer auf die zählen und ja, die sind einfach immer für mich da und ich vertraue denen zu 100% und würde meine Hand für die ins Feuer legen. Eine andere Sache, die ich gelernt habe, ist, dass die Natur einfach wundervoll ist. Also ich habe das einfach erkannt, indem ich viel, viel öfter spazieren gegangen bin und das auch irgendwie in meine Routine mit eingebracht habe. Also ja, ich versuche einfach jeden Tag mindestens einmal draußen zu sein. Ja, dadurch kann man einfach unheimlich viel Kraft schöpfen und den Kopf frei bekommen und teilweise auch mal wieder über wirklich wichtige Sachen nachdenken, denn ganz oft ist das ja so, wenn wir irgendwie auf dem Weg sonst wohin sind, in der U-Bahn, zückt man ja ganz schnell das Handy raus oder hört einen Podcast oder liest dann die Zeitung oder so. Und da vergessen wir einfach selbst zu denken. Und wenn man einfach mal in der Natur ist, dann denkt man echt über wichtige Sachen nach. Und da sind mir auch schon oft wichtige Erkenntnisse gekommen.
Die 10. Sache ist, dass du weniger brauchst, als du denkst. Ich habe letztes Jahr, also 2016, meinen Kleiderschrank ziemlich minimalisiert. Also ich habe immer noch viele Sachen. Also wahrscheinlich das Dreifache von normalen Minimalisten, sage ich mal so. Ich glaube, wir kennen das doch alle, wenn wir einfach nicht mehr wissen, was wir anziehen sollen, aber unser ganzer Kleiderschrank voll ist. Und das liegt einfach daran, dass wir unglaublich viele Dinge haben und dass man in der heutigen Zeit einfach so viel konsumiert und da einfach richtig schnell den Überblick verliert. Und ja, deswegen habe ich einfach ein paar Lieblingsoutfits und ein paar Lieblingsteile und so weiß ich einfach immer, was ich anziehen soll, was mir steht, wo ich mich gut drin fühle und so macht es das Leben einfach leichter. Meine Kamera ist ausgegangen, also wundert euch nicht, falls ich jetzt irgendwie ein bisschen anders sitze oder so. Ja, auf jeden Fall der 11. Punkt, dass Make-up überbewertet wird. Also ich bin der Meinung, dass jede Frau sich genauso gut und geil fühlen kann ohne Make-up und teilweise auch noch hübscher ist. Und das erleichtert einem natürlich auch vieles. Also wenn du morgens einfach aufstehst, dich wäschst und so rausgehen kannst. Also ich finde das so krass, dass manche Menschen für alles Mögliche, einfach nur um einmal in die Stadt zu gehen oder einkaufen, sich dafür erstmal schminken müssen. Also ich sehe da überhaupt keinen Sinn drin und ich glaube auch, dass viele Männer oder andere Menschen da gar keinen großen Unterschied sehen. Und der nächste Punkt knüpft ein bisschen daran an. Also es wird immer eine Person geben, die dich genauso liebt, wie du bist. Und ja, deswegen solltest du dich auch nicht verstellen, denn was bringt es dir, wenn du dich verstellst und eine Person fängt dich dann an zu mögen, aber sie mag ja gar nicht dich, sondern nur das, was du geschauspielert hast. Also sei einfach so, wie du bist und ist scheißegal, ob du irgendwelche Makel hast. Ich habe auch tausende Makel. Aber es wird trotzdem eine Person geben oder ich weiß, dass es Personen gibt, die mich genauso schön und gut finden, wie ich bin. Dann ein anderer Lifehack, könnte man fast sagen. Ist unglaublich wertvoll und hilfreich, 15 Minuten Minimum vor dem Einschlafen sein Handy wegzulegen und auf Flugmodus zu schalten. Das hat echt meinen ganzen Schlaf beeinflusst, dass es einfach viel besser geworden ist und dass ich viel besser einschlafen kann. Einfach nur, wenn man dieses Handylicht nicht bis kurz vor dem Einschlafen in seinen Augen, in seinem Gesicht hat, sondern irgendwie dann die letzten 15 Minuten, 20 Minuten, Stunde davor irgendwie nur noch ein Buch liest oder malt oder was weiß ich macht. Der nächste Punkt, ein bisschen philosophisch wieder. Es gibt keine allgemeingültige Realität. Ich habe einfach durch Persönlichkeitsentwicklung und sowas gelernt, dass jeder Mensch einen eigenen Filter hat und so und durch seinen Filter Dinge betrachtet. Also ein Beispiel, wenn ich zum Beispiel in einen Club gehe und der Club ist nicht so voll, dann kann ich mich persönlich darüber freuen, so ja man, Platz zum Tanzen und ist nicht so stickig und geil. Dann ist meine Realität, dass das gut ist, dass der Club nicht so mega voll ist. Dann kommt aber eine andere Person und denkt sich, oh wie langweilig, scheiße, der Club ist ja nicht voll. So bringt der gar nichts jetzt zu feiern, so macht er viel mehr Spaß, wenn es hammervoll ist. Die Kamera hat heute leider echt keinen Bock, ein Video aufzunehmen. Schon wieder ausgegangen. Egal, ich mach weiter. Ja, auf jeden Fall sollten wir uns bei allem verinnerlichen, dass Menschen Individuen sind und alles unterschiedlich angesehen werden kann. Also ja, das knüpft auch wieder ein bisschen an den vorigen Punkt an. Also nur weil eine Person dich vielleicht nicht so hübsch findet oder dich dumm findet, kann eine andere Person dich wundervoll finden. Und ja, wir Menschen haben einfach alle einen individuellen Filter, mit dem wir die Dinge betrachten. Die nächste Sache, die ich gelernt habe, ist, dass wir immer im Jetzt leben sollten und dass wir einfach immer diesen Moment wahrnehmen sollten. Oh, jetzt stellt er mich nicht scharf, oder was? So. Denn die Zukunft in die Vergangenheit existiert eigentlich gar nicht. Also viel zu oft machen wir uns ja Gedanken um die Zukunft oder denken an die Vergangenheit. Aber das ist schon vorbei oder ist noch gar nicht da. Also warum darüber so viele Gedanken machen? Man sollte einfach mal im Jetzt leben, denn nur das ist gerade real. Eine andere Sache, die ich mir angewohnt habe, ist, dass wenn ich draußen bin, ich versuche jeden Tag einmal in den Himmel zu gucken. Und eine andere Sache, ich versuche mich am Tag daran zu erinnern, einfach mal wieder tief ein- und auszuatmen, denn in der heutigen schnelllebigen Gesellschaft, da atmen wir ganz oft falsch und atmen gar nicht mehr tief ein und aus. Und ja, wenn man das einfach mal macht, ist das fast wie
Meditation und kann einen ganz schnell einfach mal wieder runterbringen. Knüpfen ein bisschen an den Punkt Liebe im Jetzt an, aber wenn wir mit Menschen reden, sollten wir darauf achten, den Menschen auch wirklich zuzuhören. Eine andere Sache, die ich gelernt habe und die mich in meiner persönlichen Weiterentwicklung sehr weitergebracht hat, sind To-Do-Listen. Also ohne To-Do-Listen würde ich einfach überhaupt nicht so produktiv sein und könnte gar nicht so viele Dinge regeln und würde einiges vergessen und keine Ahnung. Das ist einfach richtig geil, wenn man sich viele Sachen aufschreibt und das dann immer abhaken kann. Und ja, das werde ich auf jeden Fall so fortführen und ist ein wichtiges Learning aus den letzten 20 Jahren gewesen. Hätte ich auch mal öfter in der Schulzeit machen sollen. Hass und Negativität und alles, was dazu gehört, bekämpft man nicht mit denselben Dingen. Also Hass bekämpfst du nicht mit Hass, sondern mit Liebe. Und ja, es gibt einfach sehr viele negative Menschen und ja, Menschen, die irgendwie es mögen, über andere Menschen zu lästern oder einfach Negativität zu verbreiten. Und das bringt nichts, wenn du dich damit einklingst und auch Negativität verbreitest, sondern ich würde einfach dem Menschen dann irgendwas Positives entgegengeben. Ich übernehme das ganz spontan mal so. Also echt, meine Kamera geht die ganze Zeit aus, ne? Ja, deswegen mache ich das jetzt einfach face to face. Vielleicht ist es auch ein bisschen persönlicher. Ja, wir haben auch nur noch zwei Punkte, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Und das ist, mache nicht allen alles nach. Also das kannst du auch auf alles Mögliche beziehen, also auf Trends und gerade auch im Teenageralter sind wir oft so, dass wir dazu neigen, anderen etwas nachzumachen, weil wir das irgendwie als cool empfinden oder andere das cool finden. Und das hat mich auch ziemlich oft in Schwierigkeiten gebracht, als ich ein Teenager war. Ja, jetzt mit 20 Jahren frage ich mich einfach bei jeder Sache, die ich tue oder auch sage, ist das selbstliebend? Und ja, ich finde nämlich auch, so ein gesunder Egoismus gehört einfach zum Leben dazu. Ich meine, klar, es ist hammer wichtig, aufopfernd zu sein und Dinge für andere zu tun, aber man sollte sich trotzdem auch bei jeder Sache fragen, ist das gerade selbstliebend und tut das mir, meiner Person, einfach wirklich gut oder brauche ich mal eine Pause oder keine Ahnung. Und ja, deswegen, also gesunder Egoismus ist gut und diese Frage, ist es selbstliebend, die ist einfach essentiell in meinem jetzigen 20-jährigen Leben. Und der letzte Punkt, was ein Wunder, im 21. Jahrhundert ist es nicht mehr nötig, Fleisch und Tiere zu essen, um gesund und fit zu sein. Das habe ich natürlich auch gelernt, das wende ich seit meinem 18. Geburtstag an und möchte ich natürlich auch hier irgendwo auf meinem Kanal verbreiten. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich kann das irgendwie so zurechtschneiden, da die Kamera, glaube ich, jetzt viermal ausgegangen ist. Ja, ich hoffe einfach, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag und hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ciao!